So, dann wollen wir direkt im Moment was passen. Oha. So, dann wollen wir mal loslegen. Mace ist doch so ein Morgenstern-Gedönschen, ne? Oder? Ja. Oha, dann weiß ich das wohl. Voll der Englisch Pro. Oha, danke schön. Fauli, danke schön für 50 Bits. Ich hoffe, damit kommst du. Ich glaube, hier musst du. Es ist so wie so bei so Flatten-Dings so. 50 Dings rein, dann ins Klo so. Kannst auch so auf Toilette gehen, Pauli. Alles gut. Nein. Nein, vielen lieben Dank, Pauli. Gib mir die Bits wieder. Boah, ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Ist ja auch so eins, ne? Ja, nee, kann man glaube ich echt nicht zurückgeben. Spende ja. Schon, aber so Bits ist. Da ist Twitch gnadenlos, ey. Ja, wobei, also Spende ist halt auch so die Sache, dass es ja gar nicht über Twitch läuft an sich. Ja, genau. Also. Ich sage ja, also Twitch ist gnadenlos. Ja, richtig. Alles, was man über Twitch holt, kann man sich nicht über den Streamer zurückholen. Ich glaube, da kannst du dich maximal bei Twitch beschweren und musst froh sein, wenn du eine Antwort kriegst. Ja, vor Antwort, ich wurde von YouTube, ich war in meinem YouTube-Creator-Dashboard, ne? Und musste, also, was heißt das? Und wollte halt wieder so ein paar ne, Videos hochladen. Ne, ich habe einfach so ein bisschen reingeguckt. Und, neugierig, gucken. Und plötzlich bekam ich halt so einen Umfragevorschlag von YouTube. So, wo ich dann aussaß mit, dass so, okay, naja, immer mit, ne? Warum nicht, wenn ich als Umfrage da angenommen ist, okay. Und dann ging das halt auch so los, ne? Mit, wo sind sie denn so alles so abseits von YouTube noch so als Creator aktiv und so? Okay, weil Twitch, ne? Dann konnte ich noch so sowas wie Twitter angeben und so und Instagram so kann. Bin ja nur auf Twitch. Bleib stehen! Und weiß nicht, da so Fragen gestellt wie, ja, macht denn YouTube viel für dein Wohlbefinden und alles und macht Twitch denn so viel und so. So dieser permanente Abgleich, so, hey, fühlst du dich, bist du als Creator hier, fühlst du dich wohl und fühlst du dich bei Twitch wohl? Wo ich da auch, so die ganze Zeit solche Fragen in der Richtung, so, kann man denn gut mit YouTube kommunizieren? Ist YouTube, was würdest du zustimmen, also so diese stimme ich zu bis stimme ich nicht zu Antworten, waren das so, kann ich halt ein, so, ja, YouTube macht viel, sorgt viel dafür, dass du als Creator hier erfolgreich bist und so und ne und ja, YouTube und Twitch, keine Ahnung, konnte ich die ganze Zeit ankreuzen, so was YouTube, was wo ich zustimme und wo ich nicht zustimme, ob YouTube viel für mich als Creator macht, ob Twitch viel für mich als Creator macht und so einen ganzen Kram. Über 1000 Watchtime, oha. Das will ich auch wissen. Wir müssen es wahrscheinlich noch unter 1000 sein, weil Haribo hat ja immer 50 mehr ungefähr als ich. Eigentlich hat Haribo. Aber ich habe auch schon 943,75. Wenn man bedenkt, eigentlich, mein Haribo ist ja eigentlich. So richtig viel. Ja, aber du hast ja die Watchtime. Ja, das ist doof. Ich würde das interessieren, weil Stream Element, die haben ja bei dir zum Beispiel auch das Dashboard. Weißt du noch, als du das Problem hattest mit, weil ja bei deinem Laptop die ganzen Daten drin waren. Ja. Dann konntest du in Raids und sowas aber trotzdem noch nachschauen über Stream Element. Da würde mich interessieren, ob die auch die Watchtime zum Beispiel schon immer getrackt haben können. Ob man das da dann zum Beispiel aktuell nachgucken könnte. Okay. Das würde mich mal interessieren.
Wirkliche Watchtime von Harry. Und Pikachu, guten Morgen, was geht? Schön, dass du da bist. Hallo Pikachu. Ich kann immer nachgucken. Und ich wusste nicht, dass du da noch ein Ticket hast. Das ist cool. Das dachte ich auch. Statt sitzt du da in den Chat. Ich bin nicht tot. Nein, Ja, aber mit der Umfrage, ey, lieber echt ein Kamera. Ja, vor allem dann sitze ich da die ganze Zeit. Ich meine, ich möchte sagen, ich bin ja kein richtiger Creator auf YouTube. Ich mache ja keine YouTube-Videos. Ich lade einfach nur so Ausschnitte aus Twitch hoch. Und dann auch ich ist auch nicht monetarisiert oder so. Also ich verdiene halt kein Geld mit YouTube. Und dann kriegt man halt so Fragen wie, weiß ich nicht, fühlst du dich hier wohl? Ne, ist die Monetarisierung ganz gut? Da sitzt man halt da und dann, aber später nicht, dann bis später. Später und ja, Luna ist im Bot. Hat zwar eigentlich das letzte Mal gesagt, dass Luna ist Death, dachte ich mir, okay, der Bot ist gleich tot. Aber leider noch. Also voller Bots ist glaube ich egal, die muss man nämlich nicht spielen. Ja, die kommen und gehen ja eh. Weiß ich nicht, auch so, ja, wie wichtig bist du denn YouTube? Oder du bist YouTube sehr wichtig und dann kann ich sagen, stimme ich zu und stimme ich nicht zu. Wo ich dann auch sitze, ja, wenn ich YouTube nur halbwegs wichtig bin und die mich irgendwie sehen, dann würden die wissen, dass ich kein, nicht monetarisiert tippe. Das ist eine generische, random Umfrage, die noch nicht einmal auf mich als User aufgeschnitten ist. Das ist so wichtig dahingeklatscht, das hat wahrscheinlich irgendein Praktikanter gemacht. Ja, schreib mal die Fragen da rein und schick sie an. Ja, teilweise war es halt auch so vom Fragebogen selbst her total unstimmig durchdacht. Also, keine Ahnung, irgendwie YouTube hat ja anscheinend TikTok aufgekauft oder so. Ich habe keine Ahnung, deswegen nutzen die das ja jetzt auch. Also diese Shorties und keine Ahnung, wie die das nennen. Und binden halt auch TikTok-Videos ein und so. Ja, und da kam halt auch so die Frage so, ja, nutzt du denn TikTok? Und ich meinte dann so, nee, kenne ich zwar, aber nutze ich halt überhaupt nicht. Ja, zwei Fragen später war dann, findest du die Bedienung von TikTok intuitiv? Das war ja auch so gut so. Ja, genau, das ist halt auch so ein Ding. Und man vorher schon geschrieben hat, nee, ich nutze das nicht. Weil dann konntest du auch nicht angeben, nee, ich nutze es nicht, sondern ja, stimme zu, nee, stimme voll und ganz zu, stimme eher zu. Ja, ich stimme weder zu noch nicht zu und dann halt so halt. Aber es gab halt nicht nochmal sowas wie, ja, nutze ich ja nicht. Also kann ich nicht beantworten. Also dann halt auch so, wo du dann so gemerkt hast, so, okay, selbst die Antworten werden dann verfälscht, weil du einfach nicht die richtige Antwortmöglichkeiten für dich hast. So. Ja, das ist. Naja. Ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, dass heute niemand, dass heute jemand keinen Titel hat. Kann ja gar nicht sein. TikTok ist ja so beliebt, das nutzt ja einfach jeder. Also jeder Altersklasse und keine Ahnung. War top. Moment, ich kann aber einmal kurz zeigen, und zwar daran erkennt man, also hier, ich muss das echt mit dem Demon Hunter machen. Das hat sich, glaube ich, von der Zahl nichts geändert. Ist immer noch 22.279. Ja. Daher, also das ist wirklich, muss ich wirklich mit dem Demon Hunter machen. So ein Klassenerfolg. Naja, muss ich machen. Das ist halt auch so, du klickst dich von Frage mal durch und was ist YouTube konnte man natürlich nicht angeben. Aber gut, na, die Frage ist ja auch von YouTube. Ich glaube, wenn man nicht weiß, was YouTube ist, wäre glaube ich komisch gekommen. I need to go back. Ich glaube, ich lasse dich jetzt mal mich mitziehen und gehe ich einmal noch mal kurz auf Toilette. Okay.
Ich werde jetzt einfach mal hinreisen. Also theoretisch gesehen ist es das. Moment, das kann ich hier jetzt theoretisch gesehen zeigen, wie das funktioniert. Mit dem rechten Kontrollstick teleportieren wir uns immer wieder zurück. Okay. Ansonsten gehst du dann auf dieses lustige blaue Feld und dann siehst du ja, wo die Ausrufezeichen sind. Wenn du nicht weißt, wo wir hin sollen, drückst du diese ZL-Taste und dann siehst du die nochmal eingeblendet. Okay. Und dann siehst du halt, wo wir die immer. Ey, wie komme ich da nochmal rein jetzt? Wie? Also in dieses Dingens? Auf diese blauen Felder. Ach gehen so, und andere. Okay. Gut. Okay, wir gehen mal ganz kurz auf Toilette und bin dann gleich wieder da. Gut. Oh, Greenie, was geht? Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Hallo, Greenie. Wie geht's dir? Ich gehe mal kurz auf Toilette, ich bin gleich wieder bei dir. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das läuft. Weil wenn ich ja Matti jetzt mitziehe, heißt es ja auch, dass er mich halt gar nicht heilen wird. Wir müssen jetzt aber erstmal nur zu diesem komischen Crazed. Okay. Einfach erstmal dem Pfeil folgen, das kriege ich hin. Es kann nur passieren, dass man in eine Sackgasse reinläuft. Das ist leider nicht so gut. Ah, ich habe ihn gefunden. Okay. What business do you have in this place? There's a treasure chest down here. Watch my back while I haul it up. Then we can split the rewards. Get ready. I'm bringing it up now. Oh, damn, it's stuck. I'm gonna need time to fix this. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach nur hier stehen und ihn irgendwie, genau, verteidigen. Das ist gut. Ich hoffe nur, dass Matti nicht zwischendrin einfach in irgendeiner Scheiße drin steht oder so. Das ist der Doof. Aber ansonsten sollte das, glaube ich. Nee, aber es gab eigentlich so gut wie keine anderen Möglichkeiten bei dieser Umfrage. Oh, da ist noch einer. Also es gab halt eigentlich immer, du konntest halt eine Sache ankreuzen, du konntest nicht irgendwie eine freie Antwort hinschreiben. Also es gab ab und zu gab es mal so eine Frage, sowas wie, ja, bei der und der Frage hast du das und das geantwortet, warum und wieso, wollen wir mehr zu wissen. Aber ansonsten. Also, okay, gut, das haben wir also schon mal, das ist gut. Wir müssen diese lustigen Edelsteine auf alle Fälle mitnehmen. Okay, die habe ich alle. Das bedeutet, wir gehen jetzt zurück und können zum nächsten Bounty. Nice. Das haben wir schon gemacht. Das hier müssen wir machen. Das ist aber, glaube ich, der Boss. Clear the Ruins. Kill Summer. Ich glaube, wir machen das hier einfach mal. Da bin ich mir zumindest sicher, dass es kein Boss ist. Und dann kann man dann auch einfach hinterher laufen. Aber da kommt Matti schon wieder. Das bedeutet, ich bin nicht mehr so verloren. Aber ich habe zumindest einen Baum verstanden. Das ist ganz gut. Und dann geht es erstmal los Richtung Ruine. So, jetzt nochmal richtig hier. Was geht, Greenie? Wie geht's dir? Was? Ganz klar? Ja. Ein Bounty habe ich gemacht und dann. Das ging auch gut. Ich dachte nicht, dass Bounty so schnell geht, dass er sogar schon zum nächsten aufbrechen kann, aber das war. Da sind ja so ein paar Monster gespawnt und der hat da seine lustige Brücke repariert. Da kann ja so einen Schatz einsammeln, wenn du das brauchst. Ja, manche Bounties gehen ja auch super schnell. Deswegen. Geht das ja auch super schnell, wir gehen jetzt in die zweite. Also ich muss sagen, also bei der Umfrage muss ich sagen, oder wie wichtig ist YouTube? Antwort global. Nee, wir hatten dann, glaube ich, echt, also ich muss sagen, ich habe auch ganz klar gesagt, YouTube, ist dem bin ich kacke egal. Auch so, ja, finde auch so zwischendurch so. YouTube unterstützt sie sehr auf ihren Erfolg und ihrer Reichweite, so wo ich gesagt habe, nee, stimme ich nicht zu. Das stimmt doch gar nicht. Warte, ich muss nicht vorhalten, weil die gehen aber zurück. Ja. Und dann wäre ja gefragt, warum denken sie denn, nee, sie haben auf
Dingens bla stimme ich nicht zu geantwortet. Achso, so, falsche Charakter. Wieso denn? Ja, wie gesagt, ja, bringen YouTube nicht genug Geld damit. Nobody cares. If the money, send no. Nein, keine Ahnung, so. Also die ganze Umfrage war so komplett realitätsfern auch. Also du hattest so das Gefühl, YouTube geht selber davon aus, sie sind, keine Ahnung, fürsorgende irgendwas, soziales Netzwerk oder so, was sich um jeden schert. Weil so komplett realitätsfern irgendwie. Also eine Frage war auch so, ja, wie siehst du die Beziehung zwischen dir und YouTube, wenn du es mit einer menschlichen vergleichen müsstest? Oder solche Sachen ankreuzen konntest. Ja, ich bin die Mutter von mir. Am besten war einfach die Antwort... Elternteil. Ja genau, wie ein Elternteil. Am besten einfach die Antwort, wie die Pessi. Das ist aber auch die einzig wirklich negative Antwort, die man da ankreuzen konnte. Ja gut, man konnte auch wieder wie so einen falschen Freund. Ja gut, das konnte man auch. Falscher Freund. Was ich ja gemacht habe, allein wegen die Umfrage war wie ein falscher Freund. Das war schon... Ja. Wo sich YouTube so auf Best Buddy mit einem macht in der Umfrage und man denkt so, hä, wie die ist. Abguck war, glaube ich, wie eine Partnerin oder so geht auch. Ja, genau, wie eine Partnerschaft oder wie ein Geliebter, das geht auch. Ja, genau, so wie ein Geliebter, so. So, keine Ahnung, was war das? Irgendwas Heimliches, heimliche Freunde. Keine Ahnung, auch das so. Okay, das ist jetzt, soll ich sagen, betrogen. Mit YouTube! What? Ja, keine Ahnung, dann gehen die wahrscheinlich halt davon aus, wenn du halt noch auf Twitch bist oder so und dass du, keine Ahnung, also so wie die Umfrage gestellt haben, gehen die ja davon aus, so aus solche Sachen wie, ja, wenn YouTube einen Fehler macht, fühlst du dich verantwortlich dafür, hast du dann schlechtes Gewissen, hast du das Gefühl, YouTube hätte das nicht verdient und keine Ahnung, solche Sachen, immer ganz merkwürdig. Boah, das wurde, glaube ich, gar nicht gesagt, wofür die Umfrage war, ne? Ja, ist, glaube ich, einfach so eine klassische Creator-Umfrage. Ja, einfach mal gucken, wie die Creator uns finden. Ja, weil es wieder was auf die Fragen gestellt werden soll, wo auch schon gesagt so, nee, die Umfrage werde ich nicht mitmachen. Hättest du nicht machen können, hättest du die im Bereich. Ja, ist ja komplette Zeitverschwendung, weil sie das nicht zu machen, als ob die irgendwas ändern werden. Ja, natürlich nicht, ey. Also vor allem sind ja auch solche Fragen gestellt worden wie, ob du für dein Konto Geld bekommst oder nicht. Also ob du für das Programm überhaupt zugelassen bist oder nicht. Und ich glaube, allein wenn du das schon angekreuzt hast, ist dein Fragebogen halt gleich viel weniger wert. Ja. Du hast auch schon aus Spaß gesagt, so, wenn in 3 Tagen mein Account gebannt ist, weiß ich auch warum. Allein die Frage, wie weit ich monetarisiert bin, war eigentlich überflüssig. Ja. Das ist so, das wisst ihr doch. Ja, richtig, so, weil du, solange du keine 1000 Abos hast, also das ist ja quasi wie ein Follow. Solange du keine 1000 Follower hast bei YouTube, kommst du eh nicht dafür. Das ist bei sich auch so cool. Viele mittelständige YouTuber, also so im mittleren Bereich, erwähnen jedes Mal, dass man abonnieren kann, aber das Abo kostenlos ist. Das ist auch cool, so dieses. Ihr könnt die abonnieren, der Abo ist kostenlos und so, weil sie halt, ne, weil YouTube dieses die Wahl abonnieren einfach. Also für gewöhnlich abonniert man ja halt kostenpflichtig irgendwo, so, keine Ahnung. Aber das nennt sich ja bei YouTube Kanalmitgliedschaft. Ja, genau. Was halt voll deplatziert ist so. Warum ist denn warum abonniert man, wenn man so halt als Kanal? Aber Kanalmitglied muss man bezahlen. Ich dachte, man, das ist so irgendwie, keine Ahnung, so kompletter Teamwert von Twitch ist so das hier. Auch Mitglied, sobald man auch. Ja, sie haben sich ja auch eigentlich alles von Twitch abgeschaut. Also ich meine, gerade die Vorteile, die du als Kanalmitglied hast, das ist ja exakt dasselbe, wie wenn du halt eben Subscriber bist auf Twitch. Und
die hat das Namen Twitch. Also es war ja schon immer so, dass ich YouTube da einfach alles abgeschaut habe von Twitch, weil Twitch es halt besser macht. Ja, die haben klein sich, aber sie haben das monetarisieren und so abgeschaut. Ja. So, denn die Stream-Qualität ist nicht so. Ja, nee, nee, von der Stream-Qualität ist absolut nicht dasselbe. Vor allem, du wirst halt auch viel schlechter gefunden als kleiner Creator oder als Anfänger halt, so wenn du nur einsteigst und so. Also, entweder du bist da schon voll drin in YouTube oder du kannst es eh vergessen. Also, mit neu reinkommen ist da nicht. Ja, das ist richtig. Deswegen fängt ja auch eigentlich keiner an, auf YouTube zu streamen. Ja, also entweder du bist schon großer YouTuber, der halt hauptsächlich Videos hochlädt und streamst dann halt ab und zu mal auf YouTube, oder du streamst halt nicht auf YouTube. Ja, wie der erste Streamer das macht, das auch halt, ne? Der lädt einfach seine Streams als Video hoch. Der fängt halt irgendwann an, ein random mitten im Stream zu sagen, so, jetzt mach ich einen Stream, ne, wie hat das Live-Part gemacht? Und dann, so. Und dann plötzlich fängt er dann an, so wie so ein Video, weiß ich, man sieht quasi live hier dann Video aus und so. Und dann wird, hey Leute, nochmal und so, und brabbelt dann vor sich her und geht dann zu den Jungs-Headern. Und lädt dann das einfach auch als Video hoch, um halt noch mehr, dann geht ja auch, so, um nochmal halt Content zu haben. Weil es ist okay, es ist okay. Auch wenn es als Zuschauer ziemlich kacke ist, im Stream zu sein und eigentlich quasi nur zusieht, wie er seinen Partner macht. Ja. Kann ich mal den Partner angucken. Aber. Ja, aber auch so ist das halt, ne? Dann, ich glaube. Ich meine, ich bekomme ja auch nur, glaube ich, bei meinen Vorschlägen von YouTube vorgeschlagen an Videos. Und ich habe noch nie einen Livestream vorgeschlagen. Ja, richtig. Ey, YouTube ist ja auch weiterhin hauptsächlich für Videos. Ja. Versuchen da aber halt irgendwie reinzugrätschen halt bei Twitch und schaffen das halt einfach nicht. Oha, noch ein Erfolg. Haben wir auch noch gar nicht gemacht, dieses Event hier. Ich glaube, mit YouTube kann man ja auch super schwierig. Ich weiß nicht, ich glaube, die Kommunikation ist da, glaube ich, noch deutlich schwieriger. Ja. Oh, als auf Twitch. Und vor allem auch, oh, was auch cool ist, so dieses, ja, ob man auf YouTube sich ob man sich, glaube ich, einsam fühlt oder auch so, wie man sich fühlt, so, keine Ahnung, einsam bis gesellig und so. Oder, Ich auch sagen muss, so, also keine Ahnung. Also selbst bei großen YouTubern oder so, was ja nicht wirklich eine soziale Interaktion unter den Videos oder so, sondern da haut halt jeder seine Kommentare rein und versucht gesehen zu werden. Das ist alles. Und bei kleineren, ja gut, da kannst du vielleicht irgendwie so ein bisschen quatschen oder so, aber das sind ja dann deutlich weniger Kommentare, also hast du da auch nicht so eine Interaktion oder so in den Kommentaren. Also meistens, wenn du mal ein Gespräch hast, was durch Kommentare zustande kommt, dann sind es immer negative Sachen, wo sich Leute halt über alles aufregen. Das ist richtig. Give it more time. Es ist zumindest keine, man hat zumindest nicht so viel so. Also so coole Gespräche wie ich so auf Twitch, so, wenn man da mal quatschen kann oder so.
Aber ich glaube auch so ein bisschen, ne, ich meine, YouTube ging wahrscheinlich auch so ein bisschen davon, dass es so ein Social Media ist, wie Facebook oder Twitter, so, wenn man miteinander schreiben kann oder so WhatsApp, so hey. Keine Ahnung. Wo man plötzlich so, keine Ahnung, weiß ich nicht, klar, man kann da auch nicht, man will jetzt das keine Ahnung. Aber du hast keine Lust, du musst jetzt mal wieder auskommen. Ja. Ja, deswegen sterbe ich ja auch die ganze Zeit und muss mir halt auch heilen. Okay, die Dinger, die nicht platzen, die sind nicht geil. Give it more time. Ich hab schon aber auch keine, aber die Ansturmdinger sind auch kämpfen. Boah, das explodiert auch immer, diese Fetten. Die können ausgebaut werden. Eigentlich voll gemein, ne? Nur die Fetze passt. Wenn ein starker Gegner ist, ist es kacke, ey. Das fühlt sich ja, weil die Wunde ist nicht so vor. It is not ready yet. I need to go back. Ja. Brauchen eine große Gegnergruppe, wo du dann wieder ganz viele Knochen rausziehst und dann passt das wieder. Ja, die. Ja, weil da sind halt hauptsächlich diese legendären Flieger. Ja. Hier müsste es besser gehen. Bringt halt nichts, weil die kriegen ja trotzdem nur einen. Ja, guck jetzt, habe ich 6 Stück auf einmal gesagt. Ja, Bosse sind auch risky. Ja. Ja. Kannst du die unterwegs wieder bringen? Na, jetzt sind wir mal wieder auf dem rechten Level. So. Den komme ich mit mir. Ja, jetzt bin ich bei 12, das ist wirklich nur noch. Aber das ist echt schön, was ist denn dein Tagesziel? Was ist ein Insektenjäger? Ah, dein Insektenjäger. Juhu! Das heißt 5000 Insekten. Boah. Das ist nice. Musst du dich damit auch nicht mehr beschäftigen. Das ist, glaube ich, so das Beste. Und endlich so ein ewiges Archiv mit weg. Oh, das ist doch sehr schön. Was fehlt dir noch, Pikachu? Fehlt dir noch Angeln, ne? Prozentual mein Einkommen dann herkommt, so als Creator zu YouTube, Twitch und dann prozentuell einteilen sollte. Das ist halt lustig, so das hat YouTube eben nicht monetarisiert. Also unter unserem Twitch. Weil naja. Das ist ja dann diese Anrufrage, weil so weit gekommen oder? Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt. Ich habe gestern keine Ahnung. Wie mal das aussieht. Ja, die müssen wir kaputt machen. Hier ist der Kollege. Oh, Skyler, was geht? Hallo, Skyler. Schönes Wochenende. Ja, hast du bisher ein schönes Wochenende. Beziehungsweise, wie war denn dein Wochenende? Oh komm, du bist mit der Paragon-Stufe aufgestiegen. Ja. Apropos Paragon, ich könnte glaube ich auch, genau. That
is too expensive. Mhm. Ah, da oben. Warum kannst du denn erst ab morgen deine Tabletten nutzen? Ja, weil sie doch Sorge hatte, dass sie abhängig wird und deswegen, beziehungsweise dass halt die Toleranzgrenze halt immer geringer wird, deswegen hat sie doch ein paar Tage Pause gemacht. Ah. Okay, ja, hab ich nicht. Wir haben 10 Tage Pause gehabt. Oder ist aber echt lang. Kannst du ja mal abmachen, genau. Ich weiß gar nicht, es kann man. Gut, also so Tablettenabhängigkeit ist schwierig, ne? Ja, ich glaube aber auch, das Einzige, was du da machen kannst, ist hin und wieder mal eine Pause machen. Ja, weil man ja auch der Körper ja sich dann sowas umfangen, ne? Ja. Ist dann wie mit dem Kaffee, ne? Dass du irgendwann dann sagst, boah, ohne Kaffee geht's Kaffee. Das ist dann halt wirklich gut und dann sagst du, okay, ohne diese Dinger hätte ich nicht helfen. Aber deswegen bin ich auch kein Freund von Tabletten, muss ich sagen. Deswegen bemühe ich mich so selten wie möglich, Medikamente zu nehmen. What you ask is impossible. Okay, dann nehme ich mir Tabletten. Achso, die haben auch nicht mehr so gut geholfen. Okay, ja gut, das ist glaube ich auch noch wieder so ein Punkt. Ja, genau, wo halt die Toleranz-Dingens halt immer weiter runter geht und sie halt immer mehr nehmen muss. So. Also deswegen, da muss man Pause machen. Ja, ich glaube, da gibt es echt nur so zwei Möglichkeiten. Entweder Pause, sodass die das dann wieder. Und hält das kurz durch. Oder man nimmt mehr. Ich glaube, wenn man mehr nimmt, ist es Game Over. Ja, ja, genau. Weil das ist halt genau der Punkt mit Tablettenabhängigkeit. Da geht es ja gar nicht darum, dass du halt immer dieselbe Menge nimmst, sondern da geht es halt wirklich darum, dass du immer mehr nimmst. Nicht wehtun. Okay, dann nicht. Ja, das kann ich dir nicht. Nice. Achso, fertig. Es steht aber auch sehr bescheiden im Ding ins Portal. Aber du hast immer zwischen 10 und 11 Stunden geschlafen aktuell, oha. Das ist heftig. Ist das eigentlich ansteckend? Ich hab. Nee, das ansteckend ist es nicht. Dann weiß ich auch nicht, warum ich so. Nein, Bei mir ist es aktuell ganz klar so dieser Jahreszeitumschwung. Beziehungsweise, was heißt Jahreszeitumschwung? Ja, es ist halt wieder so dieses abwechselnde Kalt, dann wieder warm, dann wieder kalt. So was macht man immer für die. Echt? Okay. Aber ja gut, ich glaube so dieses, wenn es wärmer wird, ist immer so. Ich glaube, Kälte macht mich ganz gut. Bei mir ist echt so, wenn das halt so abwechselnd ist, dann bin ich halt immer sehr schnell. Und das Schlimme ist halt durch den Klimawandel geht es ja immer mehr dahin, dass so alles immer total variabel ist. Ich meine, teilweise gab es Wintertage, da gab es
an einem einen Tag Minustemperaturen und am nächsten Tag waren sie auf einmal wieder über 15 Grad oder so. Mhm. Sowas ist halt heftig. Also damit kommt mein Körper halt gar nicht klar. Oh, by the way, bevor ich den Stream gestartet habe, habe ich mir schon mal versucht, das neue Video von Rezo, der nimmt gerade, ich muss sagen, finde ich voll gut, also vor der Wahl nochmal Politik auseinander nimmt. Ja, der haut richtig viele Videos raus. Ich finde das gut. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, dass er vor der Wahl immer durchzieht und mal offenlegt mit vielen, vielen, vielen Quellen, wie kacke die Politiker einfach sind. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe so das Gefühl, so von Wahl zu Wahl wird die Auswahl immer schlimmer. Also, keine Ahnung, es kommen immer nur noch mehr Kackpolitiker nach. Nie irgendwer, der seinen Dogma geschaltet hat. Ich meine, es gibt garantiert Leute in jeder Partei, die irgendwie ein bisschen politisch sind. Also muss es zumindest. Es ist mein Glaube an den gesunden Menschenverstand, der mir das sagt. Aber irgendwie werden die nie Kanzlerkandidaten. Sein Video so gesehen scheint, dass sie drauf nicht eigentlich. Ja, die ich muss sagen, die CDU geht schon sehr gerne darauf ein und sagt sowas wie, boah, wir sollten mal die Meinungsfreiheit verbieten. Ja, richtig. Und das war ja das letzte, bei den letzten Wahlen so. Wo dann die Kramp-Karrenbauer. auf jeden Fall dann nach dem Video erstmal gefragt hat, ja, was zählt denn hier und bla und so erstmal über die Meinungsfreiheit im Internet diskutiert hat. Das war schon heftig einfach. Das macht man sich nicht beliebt, muss ich gestehen. Macht man sich geil so beliebt. Ich bin auch einer der Gründe, weil der hat ja schon richtig reingeschissen. Hätte ja eigentlich nach Merkel Kanzlerkandidatin werden sollen. Mhm. Aber der hat ja so reingeschissen, dass es sie versaut hat. Und im Endeffekt war das mit jedem so, der danach noch irgendwie kam, wo es hieß, ja, der könnte vielleicht dann mal Kanzlerkandidat werden. So. Dass halt die Leute dann halt eben so wussten, so, okay, ja, wir können dann Kanzlerkandidat werden. Und dann haben sie irgendwie richtig reingeschissen. Und dann waren sie wieder, also dann musste man sie wieder ganz schnell wieder absetzen sozusagen von dieser Position Kanzlerkandidat. Ich habe so das Gefühl, die jetzt Kanzlerkandidat sind, das waren halt einfach so die letzten, die noch irgendwie in Frage gekommen sind. Und jetzt kannst du sie nicht mehr zurückziehen, auch wenn sie alle voll reinschalten. Wir sind aktuell dieser Laschet, ne? Ja. Der auch null sympathisch ist. Null. Der von der SPD ist ja auch nicht besser. Nee, wenn ich sag, ne, finde ich halt. Von der von den Grünen hast du halt so nichts. Ja, das stimmt. Was vielleicht gut ist. Also ich muss sagen, wenn man von einem nichts hört, dann ist es schon das Beste, was es gibt. Ja, richtig. Das ist zumindest nicht negativ, weil alles, was man immer hört, ist negativ. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo ich das mit Skylar lese, wegen weiter Billigfleisch fördern. Gab ja so die Ernährungsdings, die so voll erzählt hat, von wegen, ja, ich liebe. Muss. Auf geht's. Von wegen, ja, ich liebe Tiere, wir müssen uns drum kümmern und bla, so ein Scheiß, ne? Und dann halt selbst Billigfleisch kauft in so einer Werbedingens. Das war auch so. Heuchler. Heuchler. Oh, das ist auch so. Aber ich muss auch sagen, es ist ja auch die beste Idee zu sagen, ja, ich habe mir das Video nicht angeguckt, aber ist ja eh alles falsch. Also, wenn du dir das Video nicht angeguckt hast, kannst du ja nicht wissen, dass alles falsch ist. Und dann noch nicht mal irgendwelche Argumente bringen, was denn falsch ist. Das ist aber super. Ja, aber das zeigt ja auch schon wieder, das sagt doch viel aus. Das, ne, kann mir doch auch nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann es empfehlen, vielleicht kann es ja später so ein
Dummy-User Bereich die Videos von Rezo, der hat das gerade zweiteilig aktuell, ich weiß nicht, ob da mehr kommt. Nee, aber das Gute ist halt, und das ist halt das Schöne, das ist ja das Tolle, dass dann halt, dass alles, was er ja macht, mit Quellen belegt ist. Also, wer da wirklich was hinterfragen möchte, der kann ja dann auch einfach sich die Quellen anschauen. Das hat er beim, als er die Redaktion auseinandergenommen hat. Ja, das ist dann sehr gut, da haben viele dann nachgeguckt. Ja, die bei den, wo wir 100 Gegner töten müssen. Nee, die haben wir das letzte Mal sonst immer nicht bekommen, weil das mit meiner Rüstung ja so eine Sache ist, weil ich ja jetzt eher Nahkämpfer bin. Und dadurch nicht so viele auf einmal angreifen kann. Weißt du? Easy. Schwierigkeit kann erhöhen. Nein. Ich glaube, hier ist einfach, du darfst echt von den Sternen. Das ist, glaube ich, ja, richtig. Man merkt sofort, sobald du einmal tot bist. Ja, dann sterbe ich halt mit dir oft hintereinander. Solange bis halt eben gerade mal so ein Flaschen Gegner kommt, da ist. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil an dieser Rüstung. Aber gut, ey. Solange du kein One-Hip auffordern bist, dann geht das. Ja, das stimmt. Nee, ist ja auch unsinnig die Schwierigkeit, jetzt wieder runterzuschrauben. Oh, ne, ich glaube, das ist auch so eine Einbahnstraße, sondern was da eigentlich drin ist. Ja. Oh, nice. Und Tilly ist zurück. Boss ist es für mich. Oh, danke schön. Ich meine, ich muss das Video auch noch zu Ende schauen. Also, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen. Bin erst bei, ja, 20 Minuten noch. Also, ne, 20 Minuten erst. Also, Minute 19 bin ich. Oha, wie eine Schiffe. Mal gucken, ist der Nara zusammen weiter? Ja. Also, das ist nicht funktioniert. Na, hätte ja sein können, dass du sagst, du guckst es während meinem Stream. Ja, nee, da guck ich dann nicht. Nein. Nein, wegen der irgendwas immer dazu, weil sonst kommt nicht alle Fahrten auf die Videos rum. Ach so. Ja. Achso, wir müssen nur den. Ach, das ist, der macht keinen Loch so rum, oder? Ah. Ja, genau, wir müssen den nur erwischen und dann. Okay, das ist nur der Kollege, der sitzt. Ist gerade im Wahl-O-Mat. Das Deutschland aus der EU aus. Ja gut, das kommt ja schon seit Ewigkeiten im Wahl-O-Mat als Frage. Das wollen ständig alle möglichen Parteien.
Also das ist ja alle möglichen Parteien, aber immer die... Obwohl, nee, die braucht man. Egal. Halt immer auf alle Fälle die AfD und dann gibt es halt meist noch so ein paar kleine Randparteien, die sagen so, nee, wir wollen das EU aus. Alle scheiße. Die also die Frage AfD ist auch eigentlich nur so eine Gegenpartei, ne? Die sagt einfach, die ist gegen alles, gegen alles. So. Die ist eigentlich gar nicht konstruktiv. Die sind null produktiv, die können einfach nichts außer sagen, ist scheiße. Das ist wie sind so eigentlich so ein pubertierender Teenager, so gefühlt. Ja. Egal worum es geht, ne, wollen wir nicht. Ja. Wollen einfach gar nichts. Das ist aber eine scheiß Idee. Scheiß Idee. Beleidigen zwischendurch Leute als Arschloch oder so. Ich glaube, deren Existenz ist einfach total unbegründet. Weil dafür gibt es einen Begriff. Parasit oder so, ne? Schmeckt mir nicht. Also teilweise ist ja auch so, sie können, die eine Woche können sie gegen eine Meinung sein und auf einmal sind sie, entscheiden sie dann plötzlich um und sind dann wieder voll dafür, sobald das Ding dann vielleicht nicht durchgeführt wird. Oder beim Lockdown, ne? Corona so. Ja, genau. Erst war so, ne, Lockdown kommt und alle, jetzt werden wir eingesperrt, alle scheiße, nichts kann die Politik. Dann wollen wieder Lockerungen kommen. Alle haben Lockdown, alle scheiße, kein Wunder, dass wir mal Corona haben. Es ist so. Rechts rum, rechts rum. Achso, nee, so. Wir gehen uns immer anders rum. Wir gehen uns immer gegen den. Achso. Ja. Achso, wir haben eine Schale. Mein AfD ist auch komplett der Überzeugung, dass das alles gar nicht existiert. Wobei, ich weiß, es ist ein Held. Ja, manchmal sind sie der Meinung, es existiert nicht, und manchmal sind sie der Meinung, ja, existiert und wir sterben alle. I am returning to- ja, England war ja aus und ne, ich meine, die wollen ja gar nicht raus. Also Politiker schon, aber so, keine Ahnung. Die selbst, die Leute, die Jungen, die finden das als scheiße. Politik ist das, wenn alte Menschen der Jugend die Zukunft verbauen. Ja, genau das ist der Grund, warum man wählen gehen muss, Haribo. Auch wenn alles scheiße ist, die ganze Auswahl kacke ist. Aber man muss halt zumindest deswegen wählen gehen, damit halt Parteien, die man auf gar keinen Fall an der Macht haben möchte, nicht noch mehr Stimmen haben. Also prozentual gesehen. Wenn dann dieselbe Anzahl der Stimmen haben, aber es wird weniger Gewicht haben. Es gab eine Wahl, wo ich das gesehen habe, wo es, glaube ich, knapp über die Hälfte nicht gewählt haben. Mhm. Wo das dann hieß, ja, meine, so viel zum Thema, meine Stimme hat kein Gewicht. Ich verglaube. Müssen hier die Tour machen. Ja. I must wait to use that ability. Ja, da kommen hier links nochmal richtig viele, ey. Ne, Fledermäuse. Kuss am Bett. Bäumchen. Ja, scheiße, schon. Oh doch! Das ist was, Klaus. Tierschutzallianz. Ich muss sagen, beim Wahl-O-Mat mache ich das eh mal, weil ich muss sagen, ich finde das so überflüssig am Ende so. Ja, und jetzt wählen sie nochmal 5 Parteien auf, die sie sympathisch finden. Und ich denke mir so, hey, das ist doch euer Job, Wahl-O-Mat. Das musst du doch machen für mich. Du sollst mir doch sagen, welche Partei ich gut finde. Das ist doch so Banane. Deswegen mache ich das immer, ich wähle immer 5 Stück. Die ersten 5 aus, ich wähle alle Parteien, also erst die 5. Und guck dann, von welchen ich am meisten Prozent Übereinstimmung habe. Und dann mache ich die anderen 4 wieder weg und nehme die nächsten. Bis ich alle Parteien einmal durch habe. Und dann kann ich sagen, welche wirklich alle. Ach, du willst auch immer alle aus. Okay, ja genau, so mache ich das halt auch. Hm.
dass man da echt, also bis ich alle durch habe, mache ich dann diesen Abdingens. Gibt es den? Oh, hast du diesen Valomat, den Link dazu? Dann kannst du den irgendwie mir mal schicken. Ja, aber das ist geil, weil ich schon auf der Seite ist. Dann muss ich mal gucken. Google muss man dann wahrscheinlich auch. Ja, richtig. Aber ja. Ja, klar, ja, so bin ich auch sonst immer drauf gekommen. Aber, das Geile ist doch gerade beim Ballungsmarkt. Ich muss dir doch nur den Link auf jeden Fall schicken. Ja, das ist so richtig. Also. Stammio, ich sage Pause. Dankeschön. Danke, danke schön. Ja, genau. Was gibt es denn schön? Was kostet denn? Malta-Ehl! Mach mal jetzt. Okay, jetzt sind wir schon quasi bei dem bösen Lord der Banane. Der Bananen? Achso. Was ist das denn mit den Bananen bei dir? Alles ist Bananen. Ich habe halt keine Leber mehr. Achso. Okay, jetzt suchst du nach Bananen. Ja, jetzt vielleicht habe ich bei Bananen mehr. Ja. Das kann ich auch. Gestern Abend hat Matti zu mir gesagt, dass ich seine Lieblingsbanane bin. Von all den Bananen auf dieser Welt bist du meine Lieblingsbanane. Oh Mann, das kann ich. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum das das Verbot. Ich meine, ich finde auch, das sollte jeder für sich entscheiden. Weil mir auch manchmal viele. Du stehst in dem Schiff. Du stehst. Du bist voll reingelaufen. Ja, da kam es ja gerade da direkt. Das war die ganze Zeit. Nein! Es war weg und dann wollte ich da umlaufen und dann kam es wieder. Das war das erste Mal, wo ich sagte, hey, du stehst in der Matsche. Nee, da habe ich mich wegteleportiert und dann warst du kurz weg. Und dann kam es aber genau da wieder. Was aber an dich geht, damit du es mir schickst. Ja, ist lustig, ne? Ja, Diablo-Logik. Schlimmsten finde ich aber, dass die CDU Frauen das Abtreiben für Frauen. Also. Das Abtreiben. Frauen.